Generalprobe für den FC Augsburg. Letztes Testspiel, bevor es endlich wieder losgeht. Zu Gast heute beim Familienfest in der WBK Arena die PSV Eindhoven. Die Gäste erst diese Woche in der Qualifikation für die Europa League gegen Osijek gescheitert. Nun heute letzter Testspielgegner für den FCA. Gute Stimmung, viele Fans sind gekommen, um sich vor dem Pflichtspielstart ein Bild von der Mannschaft zu machen. Wir starten in der 7. Minute. Der FCA eigentlich den besseren Start erwischt. Die erste Chance gab es jedoch für die Gäste aus Holland. Nach schöner Hereingabe von Sam Lammers kommt in der Mitte Adam Maher frei zum Kopfball. Gute Gelegenheit für die PSV. Marvin Hitz im Tor des FCA musste aber nicht mehr eingreifen. Dann der FCA erstmals gefährlich. 15 Minuten gespielt, dann erobert Neuzugang Rani Khedira im Mittelfeld den Ball. Bekommt ihn dann von Alfred Finnbogason steil in den Lauf gespielt und dann verpasst der gebürtige Stuttgarter selbst nur um Haaresbreite. Stark durchgesetzt vom defensiven Mittelfeldmann. Der FCA jetzt immer besser im Spiel, Philipp Max hier mit dem Freistoß direkt in die heiße Zone und dann Martin Hinteregger, der kommt da völlig frei zum Kopfball und prüft Gästekeeper Sheroen Zoe, der da seine Reflexe unter Beweis stellen kann. Das war's dann auch schon von Halbzeit 1. Die knapp 15.000 Zuschauer sahen einen kurzweiligen ersten Durchgang. Chancen gab's auf beiden Seiten, der FCA mit den etwas besseren. Rein in Halbzeit 2, die Gäste auch hier wieder mit der ersten Chance. Gusto Pereiro mit der Nummer 7 kann sich hier durchsetzen und kommt dann frei zum Abschluss. Fabian Giefer am Tor muss bei dem Versuch aber nicht eingreifen. Dann der FCA in der 55. Minute, Flanke Framberger. Und dann stehen drei Rot-Grün-Weiße im Zentrum, aber alle verpassen. Der Ball aber noch heiß und dann versucht Daniel Bayer aus der zweiten Reihe. Wenn er mal ein Tor macht, dann macht er es ja eigentlich immer aus der Distanz. Diesmal knapp daneben vom Kapitän. Dann erneut die Gäste. Steiler Pass auf die 17, das ist Steven Bergwin. Und der scheitert in der 77. Minute nur noch am Aluminium. Pfosten. Dann ein großer Sprung in die 82. Minute. Der FCA nun mittlerweile auf allen Positionen einmal durchgewechselt. Kevin Danso kann sich da durchsetzen. Daniel Lopare dann mit der Flanke auf Erik Tommy. Und der ist da selbst ein bisschen überrascht, dass der Ball bis zu ihm durchkam. Eine Chance haben wir noch für euch. Letzte Minute, Freistoß Erik Tommy. Der kommt gut. Und dann Raul Bobadilla mit der Chance zum späten 1:0. Und im Nachgang noch Goiko Katscher, der da dann ein Foul reklamiert. Dann war Schluss, der FCA trennt sich 0:0 von der PSV Eindhoven. Generalprobe geglückt, die Mannschaft hat ein gutes Spiel gezeigt und am kommenden Sonntag geht's dann endlich wieder richtig los. Pokalspiel in Magdeburg. 0:0 gegen Eindhoven, wie schätzt du die Leistung heute ein? Ja, ich denke, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, aber wir haben viele Chancen gehabt, aber kein Tor gemacht, das ist natürlich schade, aber ja, ich denke, dass das Spiel überall gut war. Ja, ich denke, dass das eine gute Leistung war, ansprechend. Für mich war es ein bisschen zu viele Chancen, die wir zulassen haben, also es waren glaube ich 3-4 Chancen, die der Gegner hatte. Auf der anderen Seite war unsere Chancenvermehrung heute eher mangelhaft, ich glaube, wir haben auch 7-8 hochkarätige Chancen gehabt. Das ist halt so das, was mir nicht so passt am heutigen Tag, aber für den letzten Test war es gut. Die Jungs haben Spielfreude an den Tag gelegt, man hat einen guten Fußball gesehen heute und insofern denke ich, sind wir auf einem guten Stand in der Vorbereitung. Es war das erste Spiel nach der langen Sommerpause wieder hier in der WWK Arena. Wie hat es sich angefühlt? Ja, natürlich freut man sich jetzt, dass man hier wieder da ist. Ich fand es ja super, dass so viele Leute heute im Stadion waren und uns unterstützt haben. Und ja, ich freue mich schon wieder, wenn es losgeht hier. Es war heute das letzte Testspiel nach einer langen und intensiven Vorbereitung. Ihr hattet viele Tests, hat viel trainiert, war zweimal im Trainingslager. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, gut. Wir haben viel trainiert, viele Spiele gemacht, zweimal Trainingslager. So was ich sage, Vorbereitung ist endlich vorbei. Und jetzt haben wir das Spielen, was es um das Punkte geht. Und das ist immer das beste Gefühl. Ja, wir haben uns ja gewisse Inhalte vorgenommen, die wir abarbeiten wollten in der Vorbereitung, im athletischen Bereich, im technisch-taktischen Bereich. Da sind wir schon, finde ich, sehr weit. Also wir konnten da alles abarbeiten. Jetzt gilt es natürlich, das Thema Kapitän nochmal zu überdenken, weil Paul eben weggeht. Das ist noch was jetzt die nächste Woche ansteht. Aber ansonsten, finde ich, sind wir inhaltlich zufrieden mit dem, was wir geleistet haben. Wie heiß bist du auf nächsten Sonntag, wenn es endlich wieder um was geht? Ja, ich stimme ich ab Mittwoch, da trainieren wir wieder auf das Thema Magdeburg ein. Wir haben sie schon beobachten lassen ein paar Mal
und legen uns dann einfach einen Plan zurecht und ab da steigt dann die Spannung Tag für Tag. Und jetzt erstmal wieder Pokalspiel, das ist natürlich auch wichtig und dann geht es wieder gegen Hamburg. Hat die Mannschaft heute gezeigt, dass sie den Wettkampfmodus mittlerweile erreicht hat? Ja, ich denke aber trotzdem, dass wir nur ein paar Prozent drauflegen können. Wenn dann ein Bundesligaspiel ist oder DFB-Pokalspiel ist, dann ist die Anspannung natürlich noch deutlich höher wie jetzt in einem Freundschaftsspiel. Und da denke ich, packen wir dann noch ein paar Prozent drauf.